Herzlich willkommen zu Bier und Brauer. Mein Name ist Konrad Seidel und wir werden heute in der Brauerei Schwächert gemeinsam mit dem Braumeister einige Biere verkosten. Mühlen und Brauereien sind von alters her die Haupterwerbszweige dieses Ortes, gleichsam Umschlaggewerbe zwischen Land und Stadt. Das haben wir in einem Buch gefunden, das die Brauerei Schwächert vor langer Zeit in den 1940er Jahren herausgegeben hat. Die Brauerei reicht weit, weit zurück. Die Schwächerter Brauerei wurde gegründet 1632. Sie kam dann im 19. Jahrhundert zu großem Aufschwung unter der Familie Dreher. Anton Dreher Junior ist derjenige, von dem man sagt, das war der, der das Lagerbier erfunden hat. Korrekt müsste man sagen, es war der, der das Wiener Lagerbier erfunden hat. Er ist gereist nach England, hat dort die modernen Methoden der Vermelzung entdeckt, hat dort gelernt, wie man helle Malze herstellt. Und das Wiener Lagerbier war dann eines der ersten Biere, die mit hellem Malz, aber auch mit untergäriger Hefe vergoren waren. Er hat große Keller angelegt. Er hat hier gezeigt, wie man mit langer Lagerung, mit langer kalter Lagerung Biere herstellen kann, die einen schönen, gleichmäßigen Geschmack haben. Der Beginn der Industrialisierung des Brauwesens ist hier in Schwächert gelegen. Und mit diesen Wegen, wie sie hier hinter mir stehen, ist das Bier in die ganze Monarchie und viel weiter darüber hinaus auch gebracht worden. Anton Dreher's Biere waren sehr, sehr erfolgreich. Sie sind zu Weltausstellungen gegangen, nach Paris, nach London, waren zeitweise sehr, sehr berühmt. Und man hat natürlich gesehen, das war moderne Industrie. Aber so modern war es auch wieder nicht. Denn die Transportmöglichkeiten innerhalb einer Brauerei, wo man heute mit LKW oder Gabelstaplern fahren würde, na, die sind damals von so Wasserbüffeln besorgt worden. Und die hat man natürlich gut mit den Biertrebern füttern können, also mit dem, was vom Malz übrig geblieben ist. Aber wir wollen uns nicht um das scheren, was vom Malz übrig bleibt, sondern das, was daraus gemacht wird. Deswegen gehen wir jetzt mit dem Braumeister Andreas Urban einmal ein Bier verkosten.